Anlässlich des bevorstehenden Valentinstags überbrachte heute Vormittag die für 2 Jahre amtierende steirische Blumenkönigin Lena I. den beiden Landeshauptleuten Franz Woves und Hermann Schützenhöfer einen Blumengruß von den steirischen Gärtnern und Floristen. Wir wollten von der amtierenden Königin wissen, bekommt sie auch selbst einen Blumengruß? Ja, natürlich. Es ist ja nicht so, dass man im Geschäft arbeitet und das ist dann, sind dann genug Blumen oder die Blumen, die man überreicht, selber hat man sonst ja keine zu Hause. Und wer schenkt der amtierenden Königin die Blumen? Ja, mein Freund natürlich, aber auch mein Vater schenkt mir natürlich auch Blumen. Also ein durchaus blumiges Fest, auch für die Blumenkönigin. Ja, das Lieblingsfest der Blumenkönigin.